Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat hier das Sagen? Ich möchte gern mit ihm sprechen. Statthalter Tröck. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Tröck? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Afgos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Das dauert so lang. Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Afgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus! Das ist ungehörig. Angel ihn raus! Versuch niemanden zu töten, ja? Ich zieh mir dein Gesicht als Mütze über! Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. Was? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Lundens Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von London. Schön, dich kennenzulernen, Greve Stowe. London ruht auf kräftigen Schultern. Ah, offen gesagt, ich bin nicht der einzige Greve. Es gibt gerade 2 von uns und den Statthalter obendrein. Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten, so wild sie auch sind. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Und wie soll ich dich nennen? Schlägerschreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist ein guter Verbündeter. Das ist also London. Eine Stadt von Riesen erbaut. So sagt man. Ein alter Ort, so unwirsch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in London weg, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard und nun der furchtlose Greve von London. Tja... Es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in London niederwerfen mussten. 2 oder 3 Jahre muss es her sein. Ich lernte Erke durch Trück kennen und nun laufen wir Greven durch die Stadt wie Eltern, die nach ihren Kindern sehen. Ein Sohn des Landes und ein Däne. London. Moment.
Hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Gott, nein! Nein, nein, nein! Es brauchte 3 Pfeile, ihn zu töten. Die anderen 12 waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Broker sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Das war ein ernsthafter Angriff. Waren sie auch hinter euch her? Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Du musst Erke sein, Lundens zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stowe war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Er kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit seinem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Wie kam dieser Mörder? Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder nehme ich an. Er muss sie gekannt haben. Genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Was ist? Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. In Trücks Pult. Oh ja, der alte Mann hatte muntere Augen und Hände. Das wusste ich nicht. Ich hätte nie... Er wollte nicht, dass du es weißt. Das war sein Geheimnis. Ich werde einfach nicht schlauer sein. Was ist das? Genug Blut, um die verblassene Stadt anzustreifen? Damit wurde Trücks Kopf von seinem Hals getrennt. Drei Fußspurpaare führen weg. 2 durchschnittliche und ein riesiges. Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment. Er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Rücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Trück wurde im Sitzen erschossen, vermutlich als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann.
Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Tryggs Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spuren führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte drei Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutigel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Bei Baldas Sack! Es könnte jeder in Lunden sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in Lunden zu. Der Blutegel stammt wohl aus Westsaxe. Auch davon gibt es so viele in Lunden. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener, doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Der Tempel steht da einfach so? Wie weit ist er entfernt? Es sind die Überreste einer alten Kultstätte. Nur einen Steinwurf von hier. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt, die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Brugger? Tja, jetzt haben die Leute... Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Er liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal... Falls die Gräfen ihre Meinung ändern, werde ich sie ausweiten und eine Marionette auflösen. Aber Stowe scheint ein guter Mann zu sein. Ich traue ihm vorerst. Der Mithras-Tempel. Bewacht werden, Haufen. Die Werkzeuge eines Baders. Beste Arbeit. Wie die aus der Villa. Und hier ist ein Brief. Es geht um die Bezahlung eines Schmiedes. Der Kompass hat das Sagen über die anderen. Er befahl dem Pfeil auf einem Markt im Westen Bogenschützen anzuheuern. Das ist einen Besuch wert.
Verkehr zwischen dem Blutegel und dem Kompass. Heilen, ausweiden. Der Blutegel ist ein sonderbarer Kauz. Aber der Kompass hält die Fäden in der Hand. Ein Fest für Süden. Die werden sofort angreifen. Es schadet nicht, an ein paar Türen zu klopfen. Mehr sage ich nicht. Trück wurde nicht ermordet, weil du Bäume pflanzen und ein paar Dächer reparieren wolltest. Das sieht nicht mehr nach einem Festmahl für Krähen aus. Eivor, du hast etwas gefunden, hoffe ich. Ein paar Pergamente. Nachrichten zwischen Mitgliedern einer Geheimgesellschaft. Sie nennen sich Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten? Das sagt mir leider gar nichts. Was sind ihre Absichten? Das ist nicht so leicht zu erklären. Nur so viel. Ich bin hier, um sie zu töten. In London scheint der Kompass der Kopf zu sein. Der Pfeil und der Blutegel die Hände. Tiernamen und geheime Orden. Was für ein Unfug. Wissen wir irgendetwas Handfestes? Der Kompass ist mir ein Rätsel. Er wird oft erwähnt, aber wir haben nichts Greifbares. Sagtest du nicht, er sei ein fränkischer Schiffsführer? Um ihn zu finden, müssten wir die Schiffe prüfen, die die Themese auf- und abfuhren. Schiffsführer sind Reisende. Er könnte schon weit entfernt sein und stillschweigen. Das mag sein. Doch würde er schreien, wenn wir ihm die Hände abhacken? Oh, du hast einen schmutzigen Sinn für Strategie. Wird der Kompass zu uns kommen? Der Pfeil ist ein Däne, der schon viele Schlachten gesehen hat. Dem Namen nach vielleicht ein Bogenschütze. Ich verwette meine Knöchel, dass er derjenige ist, der Zwietracht unter den Dänen in London sät. An seiner Stelle würde ich mich unter meinesgleichen verstecken, unter anderen Kriegern. Der Pfeil bekam vom Kompass den Befehl, auf einem Markt im Westen Soldaten anzuheuern. Dann weiß ich wo. Der Blutegel braucht Fleisch. Er sucht nach Trell. Ich weiß nur nicht warum. Wir haben kürzlich am Kai eine Reihe von Toten gefunden. Aber nicht nur Trell. Einige der Vermissten fanden wir an verschiedenen Orten wieder. In kleinen Stücken. Erker, gütiger Gott! Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Wir finden den Pfeil und den Blutegel. Wenn wir beide töten, locken wir den Kompass zurück in den Hafen. Stoe, wir treffen uns am Markt im Westen. Verlass dich drauf. Und ich gehe zum Kai. Dort sind neue Leichen, die aus dem Schlamm gezogen werden müssen. Vielleicht war der Blutegel wieder am Werk. Gott sei mit uns, Freunde. Geht in seinem Namen und unter seinem Schutz.